Leute, der ist 82. Wollte ich mal, habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz ein kleines Infovideo. Ich habe jetzt gerade meinen ersten Track aufgenommen, in dem ich singe. Ja. Das Ganze habe ich gemacht mit Auto-Tune. Ich meine, also wundere ich nicht, das Headset ist übrigens erstmal mein Dad, das gehört nicht mehr. Das ist aber hammergeil. Hab's mir kurz ausgeliehen. Sorry, Dad, man schläft schon. Ich habe meinen ersten Track gesungen mit Auto-Tune und naja, das Resultat ist jetzt nicht so gut. Ich meine, ich werde vielleicht eine VIP hochladen, aber das wird nicht die fertige Version sein. Ich bin nämlich ein bisschen unzufrieden gerade mit dem. Ich meine, ich habe eine schnelle Stimme, das ist mir schon klar. Aber ich denke, da kann ich noch viel, viel mehr machen. Also, wie es aussieht, auch wenn man Auto-Tune verwendet, muss man ein bisschen singen können. Sonst passt zur Melodie nicht dazu. Ja, ich muss im Takt singen können. Hat es wahrscheinlich keiner erwartet. Ja, auf jeden Fall das erste Resultat. Vielleicht werde ich ja mal hier oder da hochladen. Es ist peinlich. Aber ja, es ist mit dem Großen und Ganzen mit der Song eigentlich ziemlich geil. Ich meine, die Idee ist super. Den Lyrics habe ich auch schon fertig. Ist alles fertig eigentlich. Hätte nur einen Sänger gebraucht. Aber da es hier niemanden gibt, der sich meldet, wenn ich schreibe, ich brauche eine Stimme. Ja, ich meine, es würden da einige Leute mir einfallen, die eine gute Stimme hätten. Und eine Person will ich auch noch fragen, ob diese vielleicht den Song übernehmen würde. Die hat so eine Bombenstimme, aber das Problem ist, ich werde sie mal fragen. Sie hasst es normalerweise im Internet zu stehen, also wird das wahrscheinlich nichts. Ich meine, ich kann sie vielleicht versuchen zu überzeugen. Ich werde auch nicht ihren Namen dazu schreiben oder sonst irgendwas, weil da ist sie wirklich hakelig. Aber generell auch, wenn ihre Stimme irgendwo online ist, mag sie auch nicht. Auch wenn sie richtig hammer singt. Also die singt so hammer, die könnte eine eigene Tischlerei eröffnen. Also ihre Stimme. Ja, und bei uns. Auf jeden Fall, ich werde das Resultat vielleicht hochladen. Das ist jetzt nur mal so ein gutes Infovideo, das ihr euch auskennt. Wenn das dann im Endeffekt dann am Ende ziemlich so geil wird, wie ich es eigentlich will, dann kann ich das ja vielleicht öfters machen. Da kann ich vielleicht auch öfters dazu singen und das halt diese Scheiße zu Gold machen, indem ich es mit Auto-Tune zusammenwerfe und da ein bisschen herumexperimentiere. Ich habe jetzt eben das erste Mal mit Auto-Tune meine Stimme eigentlich herumexperimentiert. Also ich finde, dafür klingt es eh relativ geil, aber wie gesagt, man kann es immer besser machen. Ja, und das war's mit dem kurzen Infovideo. Euer Black Panther hier. Wir hören uns beim nächsten Mal und ciao. Bevor ich's vergesse. Patrick, dein Track kommt als nächster. Bye.